Was ist nur los mit dem Kapitalismus, mit der Krise des Kapitalismus? Und einer, der sich mit dem Kapitalismus beschäftigt und eigentlich ein Standardwerk geschrieben hat, das Ende des Kapitalismus, wie ihr ihn kennt, ist Almar Altvater. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Kapitalismus. Und jetzt begrüße ich ihn in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Altvater. Guten Tag. Der Kapitalismus hat sich ja als ein robustes, flexibles Ding herausgestellt. Der scheint sich immer wieder anzupassen und am Ende doch zu überleben, oder? Ja, natürlich. Das geht so lange gut, solange die Natur mitspielt, solange wir also nicht die ökologische Katastrophe produzieren. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass genau dies passiert. Und außerdem muss man davon ausgehen, dass der Kapitalismus auch sehr viel soziale Widersprüche zuspitzt, bis hin zu scharfen Konflikten, die wir ja gegenwärtig überall in der Welt erleben. Also mit der Flexibilität ist es so weit nun auch wieder nicht her. Man kann nur davon ausgehen, dass der Kapitalismus nicht, wie es mal von einigen geglaubt wurde, in sich zusammenfällt oder zusammenbricht. Das wird nicht passieren. Es bedarf schon der Änderung dieses Kapitalismus auch der sozialen und politischen Aktion. Und da kann man natürlich nicht auf die herrschende Wirtschaftspolitik oder Gesellschaftspolitik rechnen. Das müssen dann soziale Bewegungen übernehmen. Sie sprechen ja von einer hilflosen Wirtschaftspolitik. Was ist denn an der hilflos? Das Hilflose besteht darin, dass sie ihre eigenen Zielsetzungen nicht realisieren kann. Die Wirtschaftspolitik spricht immer davon, dass die Arbeitslosigkeit überwunden werden könnte, dass jeder Jugendliche in der Europäischen Union oder auch in der Welt die Chance hat, einen Arbeitsplatz zu finden und sich in die Gesellschaft einzugliedern, seinen Platz oder ihren Platz zu finden. Und wenn man das als Maßstab nimmt, dann ist die Wirtschaftspolitik mehr als hilflos, denn wir haben es mit einer riesigen Arbeitslosigkeit zu tun und daher auch mit einer sehr großen Perspektivlosigkeit von Millionenmassen von Menschen. Und das ist leider Gottes keine Übertreibung. Und diese Perspektivlosigkeit führt dann auch dazu, dass diese Menschen, die sonst keine Chance sehen, sich dann die Chance selbst suchen in Bereichen, die früher oder auch heute noch als informeller Sektor bezeichnet werden, als prekäre Arbeitsstellen, aber die sind zum Teil auch in der Gefahr, ins kriminelle Milieu abzurutschen. Und für mich war es also ganz erschreckend, und ich war gerade zu der Zeit in Mexiko, als diese 43 Studenten ermordet worden sind von der Drogenmafia, aber unter Hilfestellung der offiziellen Institutionen, der Regierung, der lokalen und regionalen Regierungen, so dass man hier sehen kann, dass da etwas am Kochen ist, ein Brei am Kochen ist, der außerordentlich gefährlich für das friedliche Zusammenleben der Menschen ist. Und Mexiko ist da nur ein Beispiel. Wir haben ähnliche Beispiele überall in Afrika und wir können nur hoffen, dass dies nicht auch in Europa passiert. Wir haben auch hier in den südeuropäischen Ländern Arbeitslosigkeitsraten unter den Jugendlichen, die um 50% und 60% sich herum bewegen. Robert Kurz hat mal gesagt, dass in Teilen der Welt, wo der Kapitalismus dann sich dermaßen destabilisiert, eine Barbarisierung einsetzt, also Barbarisierung in Teilen der Welt, wo es dann barbarisch zugeht. Können Sie nachvollziehen, was er meint? Ja, natürlich, wir sehen es doch tagtäglich und im Übrigen ist das nicht nur eine These von Robert Kurz, sondern das hat Rosa Luxemburg schon vor 100 Jahren in ähnlicher Weise gesagt. Kapitalismus, der stellt uns vor die Alternative Sozialismus oder Barbarei. Das war Rosa Luxemburg vor 100 Jahren. Und diese Barbarisierung, die können wir tatsächlich überall in der Welt auch erblicken. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Deutschland hier die Normalität des Kapitalismus heutzutage wäre. Das ist eher die Ausnahme einer glücklichen Insel in einem ziemlich chaotischen Weltmeer kapitalistischer Entwicklung. Paul Krugman hat ja gesagt, naja, das ist die Insel, die aber auch die Krise mit verursacht, zumindest in Europa. Also da reden wir von den Exportüberschüssen, von der Austeritätspolitik, also der Sparpolitik, die Europa in den Ruin reißen wird. Jetzt kann man ja sehr schnell den Überblick verlieren, wo eigentlich die Ursachen der Krise liegen. Was ist das überhaupt für eine Krise? Ist es eine Krise des Geldes, eine Krise der Banken, eine Krise, eine Staatsschuldenkrise? Da gibt es wahrscheinlich keine einfache Antwort, oder?
Einfache Antworten sind sehr gefährlich, weil man da in die Irre gehen kann. Wenn man eine einfache Antwort gibt, dann muss die richtig sein. Und wenn sie sich herausstellt, dass sie eben nicht ganz richtig ist oder sogar falsch ist, dann ist es gefährlich, wenn man aus dieser Analyse, die also dann sich als falsch herausstellt, politische Schlussfolgerungen zieht. Leider Gottes ist dies aber offensichtlich heutzutage Normalität in der Wirtschaftspolitik, überall in der Welt, nicht nur in Europa, aber in Europa auch. Und das müssen wir ernst nehmen, denn wir sind für diesen Kontinent nun einmal mitverantwortlich. Und das Problem besteht darin, dass diese Vielfalt der Krise eben darauf hindeutet, dass es sich um eine Systemkrise handelt. Und das System funktioniert nun einmal, das ist Kapitalismus mit Geld, das sich in Kapital verwandelt, das dann verwertet werden muss, indem Arbeit gekauft wird und Arbeit angewendet wird. Und wenn die Arbeit in die Krise gerät, durch Arbeitslosigkeit, durch die Formveränderungen der Arbeitsverhältnisse, durch die Prekarisierung, wie dies mit diesem schönen Fremdwort inzwischen genannt wird, der Arbeit. Und wenn wir es mit einem neuen Vagabundentum von Menschen zu tun haben, die nicht mehr fest verankert sind in der Arbeitswelt und dann auch nicht in ihrer Lebenswelt, wie das also der französische Soziologe Castel analysiert hatte, dann sind wir in einer tiefen Krise bereits. Und wenn wir dann noch sehen, was auf der Ebene des Geldes und des Kapitals passiert, eine Schuldenkrise auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Schulden sind ja bei den anderen dann Geldforderungen, Vermögen, also eine ungeheure Vermögenskonzentration, die also skandalös ist, wie also der inzwischen sehr stark diskutierte Thomas Piketty aus Frankreich ja jüngst also in seinem Buch über das Kapital im 21. Jahrhundert nochmal aufgezeigt hat. Wir haben es also mit einer steigenden Ungleichheit in der Welt zu tun, auch in Europa, auch in Deutschland. Wir haben es mit riesigen Vermögen, die sich inzwischen gebildet haben, zu tun und auf der anderen Seite dann entsprechend riesigen Schulden, die zu Verpflichtungen führen, die nicht eingehalten werden können. Und dann haben wir so eine Krisensituation wie in Griechenland, die sich dann auch unmittelbar, aber wirklich unmittelbar, auch in der Arbeitswelt bemerkbar macht, in Form von Arbeitslosigkeit und Prekarisierung. Sie sprechen ja heute Abend von der Krise des Geldes. Das ist aber nur ein Aspekt, oder? Ja, natürlich. Ich spreche über die Krise des Geldes und die Krise der Arbeit und über den Zusammenhang zwischen diesen beiden Krisentendenzen als Systemkrise. Und ich spreche über die Politik, die sich hilflos gegenüber diesen Krisentendenzen herausstellt. Ja, kommen wir nochmal ganz konkret zu der deutschen Wirtschaftspolitik. Da sagen ja führende Ökonomen, unter anderem der Nobelpreisträger Krugman, dass Deutschland schuld an Europas Desaster ist wegen dem Exportchauvinismus, wegen den Exportüberschüssen und auch wegen der Sparpolitik. Können Sie nachvollziehen, was Krugman meint? Sehr gut kann ich das nachvollziehen und er hat sogar recht. Bedauerlicherweise. Denn Deutschland ist nicht mehr für sich allein verantwortlich in der Wirtschaftspolitik, sondern Deutschland ist die stärkste ökonomische Kraft in Europa. Und Deutschland ist für die Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union mitverantwortlich. Wenn Deutschland Überschüsse in der Exportbilanz erzielt, und das tut Deutschland seit Jahren, dann ist das gleichbedeutend mit entsprechenden Defiziten in anderen europäischen Ländern und auch in der Welt insgesamt. Und das geht eine Zeit lang gut und eine Zeit lang kann man sich dann in einem gewissen Wohlstand und einer gewissen Sicherheit dann auch sonnen. Und das tut man hier in Deutschland, das tut vor allen Dingen dann die Regierungspolitik. Aber man muss dabei vorsichtig sein, denn das kann sich sehr bald als der Vorbote eines ziemlich heftigen Ungewitters herausstellen. Denn wenn andere Länder dann nicht mehr in der Lage sind, die deutschen Exportüberschüsse abzunehmen, weil sie sich in der Schulde, in einer Schuldensituation, in der Krise befinden, dann nützen die Exportanstrengungen Deutschlands auch nicht allzu viel. Dann wird auch die Krise in Deutschland entsprechend ankommen und darauf muss man sich vorbereiten und ich sehe nicht, wie diese Vorbereitung aussieht. Das ist also ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite sollen die Staaten sparen, die uns die Waren abnehmen, jetzt mal vereinfacht gesagt. Das ist also ein Widerspruch in sich, also sparen und gleichzeitig Exportüberschuss geht nicht zusammen? Das geht natürlich nicht zusammen und das ist der große Widerspruch der Austeritätspolitik, wie sie bezeichnet wird, die von der Troika, das ist der Internationale Währungsfonds, das ist die Europäische Zentralbank und das ist die Europäische Kommission, in denen
immer auch Vertreter der deutschen Regierung sitzen und daher auch über die Politik der Troika mitbestimmen. Die Politik der Troika scheitert an diesem Widerspruch, den Sie benannt haben. Auf der einen Seite sollen die Länder sparen, auf der anderen Seite sollen sie aber sehr wohl an den Wirtschaftsentwicklungen der Europäischen Union und der Welt insgesamt positiv teilnehmen als wichtiger Nachfragefaktor für die deutschen Exportüberschüsse beispielsweise. Und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Eine Zeit lang mag das funktionieren, aber irgendwann gibt es dann den großen Kladderadatsch, wie das früher genannt worden ist. Damit kann ich was anfangen mit Kladderadatsch. Abschließende Frage noch, es wird ja immer über Deflation gesprochen. Das ist immer schwer einzuordnen. Wenn die Preise sinken, ist es ja letztes Mal gut. Wir freuen uns natürlich über den niedrigen Ölpreis und wenn die Produkte sagen wir, weniger kosten. Das klingt erstmal positiv, ist aber verheerend für eine Wirtschaft. Ja, die Deflation ist ja nur eine halbe. Wir gucken immer auf die Preise für die normalen Waren und die sind dabei zu stagnieren gegenwärtig oder auch sogar zu fallen, wie beim Ölpreis. Das ist Deflation und das ist sehr gefährlich, weil dann natürlich auch entsprechend die Einnahmen bei den Produzenten ausbleiben und wenn das längere Zeit der Fall ist und wenn sie ihre Erwartungen und Pläne dann ändern, dann gibt es mit Sicherheit auch Arbeitslosigkeit. Wir gucken aber immer nur auf die Preise der normalen Waren, auf das Öl und auf die Automobile und die Dienstleistungen und so weiter. Wir müssen aber auch auf die Preise des Kapitals gucken. Und das sind die Zinsen, das sind die Renditen. Und die sind überhaupt nicht dabei zu fallen, sondern in realen Größen gerechnet. Und da spielt die Deflation dann die Rolle, dass dann in realen Größen diese Renditenüberschüsse wahrscheinlich immer mehr wert werden. Da haben wir es mit einer Vermögensinflation zu tun. Anders wäre es ja auch gar nicht zu erklären, dass wir es mit einer ewig wachsenden Ungleichheit bei der Vermögensbildung und dann auch bei den Einkommen zu tun haben. Das ist die Kehrseite der Deflation. Also eine gefährliche Situation für die wirtschaftliche Entwicklung, für Beschäftigung, für Wachstum auf der einen Seite und auf der anderen Seite die wachsende Ungleichheit der Einkommen und das heißt auch Ungleichheit in anderen Lebensbereichen in der Gesellschaft. Altvater, danke fürs Gespräch und ich wünsche Ihnen eine schöne und eine gute Reise nach Erfurt. Ja, danke schön und alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss.